Hallo YouTube, hallo Mitspieler, herzlich willkommen zurück hier bei Nickfrei zockt, Bergbauindustrie, die Wirtschaftssimulation. Wir starten heute ein neues Szenario und zwar starten wir heute das Szenario Nummer 4. So, erweitern Sie Ihr Unternehmen. Wir gucken uns mal an, was hier die Missionsaufgabe ist. Und ich bin schon gespannt drauf, dass es ein bisschen schwerer wird hoffentlich wie die letzte Mission, die war ja ein bisschen zu einfach. So, auf Pause steht's, oder? Ja. Ein großes Lager errichten. Einen Warenbahnhof errichten. Sie haben 4 Jahre Zeit. Achso, Moment. Ein großes Lager. Die meinen damit wahrscheinlich das Gebäude. Großes Lager. Und bei Transport. Ein Warenbahnhof. Das heißt, wir brauchen ca. 2 Millionen, um die beiden Dinger zu bauen. Das wird spannend. Wir haben 4 Jahre Zeit. Hat was. Marktpreis ist gerade im Arsch. 9500 Tonnen haben wir im Lager. Mit einer Lagerkapazität von 35.000. 75% sind nur Ausbeute. Heißt, 1500 Tonnen Kies produzieren wir pro Tag. Da könnte man im Transportbereich ein bisschen erhöhen. Dann hätten wir schon mal 3.100. Wenn wir 1.100 mehr hätten. Gucken wir gerade mal. Was gibt es denn zurzeit bei uns hier im Transportbereich? Mit einer Kapazität von 1.100, was bezahlbar ist und was vielleicht auch von den Details her ein bisschen cool rüberkommt. 3 Wartung, 1 Sicherheit, 1 Personal, 4 Sicherheit, 2, das ist unlogisch. Das hier ist eigentlich das beste Angebot. 3 Monate Lieferzeit, kaufen wir direkt mal. In 90 Tagen ist es da, haben wir noch 400.000. Und unser Lager, das wird wahrscheinlich auch relativ schnell explodieren. Wir haben natürlich wieder mal keine PA. Das finde ich schade, dass wir immer ohne PA-Abteilung starten, weil die zu bauen ist auch immer sehr, sehr, sehr kostenaufwendig. Wenn ich hier reingucke, die kleinste PA-Abteilung 260.000. Müssen wir eigentlich auch von der großen schon fast ausgehen. Für den Anfang tut es die Kleine. Aber dann brauchen wir auf jeden Fall die Große. So, ich lass mal vorsichtig anlaufen. Und dann gucken wir mal, dass der Preis hier hoffentlich relativ schnell nach oben geht. Dass wir hier vielleicht vernünftige Verträge beikriegen oder einen guten Marktpreis zum Verkaufen haben. So, 6.000 Tonnen ist das Maximum, was wir verkaufen können. Mehr macht die Logistik zurzeit nicht mit. Deshalb können wir frühzeitig anfangen. Ja, deshalb können wir frühzeitig anfangen, hier das Lager leer zu verkaufen. Wir haben ja auch keine Verträge laufen zurzeit, also können das irgendwie ganz locker machen hier. So, kommen wir erstmal zu ein bisschen Geld. Auch wichtig. So, die Nachfrage ist zurzeit hoch. Wir gucken mal, 1000 Tonnen für 5, die nehmen wir mal. So, ja, 1000 Tonnen für 5, das heißt, wir machen noch 500 plus. Das ist nice, das kriegen wir hin. Damit haben wir uns zumindest mal insofern abgesichert, dass wir jetzt eine ganze Zeit lang hier einen stabilen Preis kriegen für wenigstens 1000 Tonnen, die wir produzieren. So, langsam aber sicher werden wir dann hier ein bisschen Kohle verdienen, die wir wieder umsetzen können in neue Gebäudetypen.
Wir müssen die Wartung erhöhen. Die ist grottenschlecht. Wir müssen auch die Sicherheit erhöhen. Die ist auch grottenschlecht. So, ich hoffe, dass wir damit hinkommen, dass wir das einigermaßen gescheit jetzt umgesetzt bekommen, wenn das Kram gebaut ist. Ja, müssten wir das hier locker abdecken können. Hier unten wird gebaut. Und das neue Fahrzeug ist auch in 3 Wochen da. Da kriegen wir hier die Kurve. So, Wartung ist schon grün. Das haben wir schon geschafft. Sicherheit wird auch gleich grün, hoffe ich. Jawohl, ja. Und dann fehlt nur noch das andere. So, ich versuche hier mal wieder ein bisschen Lagerbestand zu verkaufen, solange wir noch über 5 Dollar kriegen. Dass wir hier auf Geld kommen, dass wir hier ein bisschen vorankommen. Kommt wahrscheinlich gleich das frische Fahrzeug rein, dann wird das hier unten explodieren. So, schon sind wir weiter. Neues Nadelöhr ist alles hier oben. Transport, Sammlung, Abbau. Und jetzt läuft natürlich das Lager schneller voll. Das heißt, wir müssen jetzt zusehen, dass wir entweder noch bessere Verträge beikriegen. Wie den hier. Und dass wir auf dem Markt verkauft kriegen, was immer geht. Wir müssen auf einen richtig guten Geldbetrag kommen, dass wir uns einen Versandbahnhof bauen können. Das ist ja eine der Aufgaben. Wobei ich persönlich ja ganz ehrlich sage, ich glaube, es macht mehr Sinn, mit einem großen Lager anzufangen, wenn ich hier sehe, wie der Preis hinwandert. So, wo haben wir denn das große Lager? 900.000. Boah, das kriegen wir gerade umgesetzt, aber gerade so. War auf dem letzten Drücker, das ist mir ein bisschen mulmig. Machen wir denn hier noch Plus, wenn wir verkaufen für den Preis? Mann, immer die Nachrichten, die mir da reinflippen, wenn ich gerade eben am Bauen bin oder am Verkaufen bin. So, Lager, großes Lager, 900.000. Wir bauen das Ding jetzt. Ist mir gerade Schnuppe. 225 Tage, also sprich 8 Monate. Dauert ewig, das Ding zu bauen. Wird uns aber vermutlich helfen. So, die Verträge sind für den Arsch. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Genau wie der Marktpreis momentan für einen Eimer ist. Aber wen juckt's? So, wir kämpfen hier gegen, ja, Windmühlen wie Don Quixote. Weiß nicht, wenn wir den Abbau steigern könnten, für welchen Preis könnten wir ihn denn steigern? Einem Radlader um 3.100 für 40.000 in 3 Monaten. Müssten wir aber auch gleichzeitig umgekehrt wieder die Transportkapazität erhöhen. Weiß nicht, ob das Sinn macht. Wir kriegen den Kram auch so finanziert, glaube ich. So, der Marktpreis steigt wieder. Das trifft sich gut. Immer die Nachrichten. Ich will verkaufen, kommen die Nachrichten reingeflogen, in dem Moment, wo ich klicke. So, Preis geht hoch, wir verdienen Geld. Das ist sehr, 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 sehr nice. So, Marketing haben wir, glaube ich, auch schon geregelt, oder? Marketing sind wir bei. Nicht ganz. Wir bräuchten größeres Marketing. Wir brauchen Sicherheit. Wir brauchen Wartung. Ja, sehr schön. So, also, wir brauchen... Schön, wir brauchen Sicherheit, wir brauchen Wartung. Sicherheit wollen wir nochmal so ein Danger Cap hier für 38.000 kaufen. Das hilft uns weiter. Wartung wollen wir nochmal eine Tankstelle kaufen. Die hilft uns weiter. Personal können wir nochmal nachlegen mit einem weiteren Container. Und Public Relations
könnten wir nochmal 400 aufstocken. Wie viel Zeit haben wir denn noch? 42. Wir sind verdammt gut unterwegs. Ohne Witz, wir sind verdammt gut unterwegs. Das können wir machen. Komm, machen wir. Zack, bum, peng. Wir bauen alles aus. Oh, Lager ist voll. Nicht gut. Bei Höchstpreis ist Lager voll und dann nichts verkaufen ist verdammt schlechte Idee. Ja, Schicht im Schacht. Fertig. Wenn die Verträge anfangen zu laufen, dann wird's eng hier unten. Das Problem ist, das Lager ist so schnell voll. Wir brauchen dringend ein neues Lager. Das bauen wir ja schon aus. So. Noch ein Auto pro Abgeordneten, Einsparungen. Jawohl, ja. So, wie sieht's aus? 9. April. So, jetzt fangen die Dinger an zu laufen. Jetzt kommt noch der hier rein, dann machen wir hier miese. Aber das läuft so schnell voll. Wir sind im Lagerbestand unter 35.000 halten. So, jetzt haben wir es geschafft. Puh. Wir haben noch 40 Monate. Was brauchen wir noch? Wir brauchen, neben dem großen Lager, brauchen wir einen Warenbahnhof. Das ist Transport, richtig? Nee, das ist Logistik. Ablehnen. Machen wir nicht. Machen wir nicht. Ja, wie zur Hölle soll man zu 840.000 kommen? Und ich muss schon wieder verkaufen, sonst platzt uns das Lager aus allen Nähten. Ich meine, ich kann so schnell hier bauen, wie ich will, da hinten. Das tut sich nichts, solange Marketing miese macht. Die PR-Abteilung. So, bitte Preis, geh hoch. Ich meine, wir müssen ja einen Bauauftrag geben und da muss ja auch noch genug Luft nach oben sein. Großes Lager haben wir vermutlich bald. 3 Monate nur noch. So, ich meine mal ein bisschen preisknabbern hier. Uiuiuiuiui. Das Lager wird so schnell voll. Guckt euch das mal an, wie schnell das Lager vollläuft hier, ey. So schnell kannst du es nicht verkaufen, wie das vollläuft. Komm, lass dich nicht von mir beeinflussen. Geh hoch, Preis. Wir brauchen massiv Geld, um eben weiter ausbauen zu können, um die Mission zu schaffen. Deshalb kenne ich hier nichts und hau raus, was geht. So, kriegen wir mittlerweile wieder gute Verträge. 3,18 ist für mich ein guter Vertrag. Ja, schick. Bald ist ein neues Lager fällig. So, wir kommen in den Bereich, wo wir fast schon ausbauen können. Im Logistikbereich. Jetzt haben wir es, glaube ich, geschafft. So, wir gehen in den Logistikbereich und bauen dort den neuen großen Warenbahnhof, der 8 Sicherheit, 15 Personal braucht. Da könnten wir einen Engpass kriegen.
So, gerade mal hier nach dem Lager gucken, dass uns das nicht wieder an die Grenze läuft. Keine Ahnung, was ich gerade gemacht habe. Ich glaube, wir kriegen ein Problem. Das ist jede Menge zu viel. Ja gut, dauert zum Glück noch ein ganz klein bisschen, bis die Verträge anfangen zu laufen. Wo sind wir zu Hause? Das passt, das passt, das passt, das passt. Boah. Stress. Okay, wir sollten eigentlich ein neues PA-Dingens in Auftrag geben. Allerdings will ich da einen gescheiten Ausbau vornehmen. Ich glaube, das endet böse. 12. Januar, das geht gleich los. Gleich machen wir richtig miese. Ich kann nur hoffen, dass das hier bald ausläuft. Oha. Ganz im Ernst, das kann böse enden. Wie können wir die Produktion steigern? Ausbau und Transport. Also Abbau und Transport. Abbau und neuen Radlader. Der hört sich gar nicht mal schlecht an. So, und Transport brauchen wir dann. Entsprechend noch zumindest mal einen. Dann haben wir das nächste Nadelöhr erreicht, nämlich 4000. Es dauert alles Monate, das ist halt das Problem. Das werden wir nicht schaffen, uns fliegen Verträge um die Ohren. Ich kann es nicht halten. Das schaffen wir nicht. Uns fliegen Verträge um die Ohren. Irgendwas platzt. Ich hoffe nicht der hier. Es reicht, wenn der platzen wird, aber wahrscheinlich platzt der hier. War mir klar, dass die den teuersten, den höchsten, den schlimmsten nehmen, der auch richtig Geld kostet. Haben wir vergeigt. Puh, das war auch knapp von mir. Ich hätte beinahe hätte ich unsere Verträge ins Nirvana geschossen. Also ich bin mal gespannt, ob wir da wirklich überall die Kurve kriegen, ob das alles hinhaut, ob es Geld reicht, ob die Zeit reicht. Das haben wir erledigt, da sind wir gerade dabei. Wir haben noch 35 Monate Zeit. Ausbau ist in 7 Monaten abgeschlossen. Sofern wir nicht pleite gehen, sollten wir es schaffen, den Logistiker hier einzufahren, die Mission zu schaffen. Aber ob wir das Ganze schaffen und wie wir das Ganze schaffen, das sehen wir leider erst in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, Nick Frei zockt Bergbauindustrie, die Wirtschaftssimulation. Ach, das da oben gefällt mir auch gut. Das kommt gut, das geht alles ins Positive. Aber wir müssen aufpassen, dass wir Logistik dann nicht zu viel verlieren. Wir müssen, glaube ich, Logistik nochmal nachlegen. Das ist eng an der Grenze. Irgendwie eng an der Grenze. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal aufpassen. Vielleicht müssen wir nochmal Logistik nachkaufen. Sicherheit müssen wir auf jeden Fall nochmal nachbauen. Mist, wo haben wir es? Eigentlich wollte ich Schluss machen. Wie immer, eigentlich wollte ich Schluss machen. So, Lager. Achso, das Lager haben wir ausgebaut. Wir sind gar nicht mal auf 35.000 beschränkt. Fällt mir gerade auf. Ich verkaufe immer noch sehr panisch irgendwie die Mengen. Muss ich gar nicht. Ist der falsche. Das
Das ist jetzt schlecht. Wir hatten eben so einen schönen Auftrag. Jetzt kommen lauter gute Aufträge und die überschneiden sich wieder alle. Ich hoffe, dass unser Lager dann groß genug ist, dass wir die auch durchboxen können. Ob das Ganze der Fall ist, das sehen wir in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, Nick Frey zockt. Bergbau, Industrie, die Wirtschaftssimulation. Bis dahin noch viel Spaß auf YouTube, noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut, bye bye.